Die richtige Balance finden wäre vielleicht sogar schon ein sehr schönes Stichwort, weil um Balance geht es sicherlich, wenn wir über den Umgang mit unserer gegenwärtigen Situation sprechen, mit unseren gesellschaftlichen Problemen. Dann hat man immer man hat sozusagen zwei Lager im Wesentlichen. Die einen sind sozusagen die Pessimisten, die sagen, wir stehen am Abgrund und wir bewegen uns auf diesen Abgrund zu und es gibt überhaupt nichts mehr, was uns irgendwie noch den Eindruck vermittelt, dass wir an diesem Abgrund sozusagen noch irgendwie vorbeikommen. Es läuft alles in eine Katastrophe hinein, die multiple ist sogar, die nicht nur den Klimawandel betrifft, sondern eben auch Kriege. Es ist ja jetzt im Moment nicht nur der Ukraine-Krieg, der uns beschäftigt. Es gibt auch an anderen Stellen Europas jetzt Aufmärsche, Serbien, jetzt gerade in letzter Zeit in den Nachrichten gelesen. Und da gibt es so die Vorstellung von den einen, die sagen, wir laufen da in eine Katastrophe hinein, die gar nicht mehr abwendbar ist. Und die anderen, die sagen, das ist alles nicht so schlimm, das ist alles, da wird Panik gemacht, um uns irgendwie vielleicht auch in Angst und Schrecken zu versetzen. Und schaut doch aus, die Sonne scheint, ist doch alles gut, uns geht's doch gut hier, und macht mal keine Panik. Und ich möchte, also ich bin jetzt gerade eben auf die Idee gekommen, dass man das Ganze auch unter dem Stichwort der Balance auffassen kann. Wir müssen nicht etwa einfach einen Mittelweg finden, sondern wir müssen dazwischen, zwischen diesen Polen, in dieser Spannung, einfach uns fragen, wie können wir in dieser Situation ein gutes Leben führen? Ich finde das interessant, dass ich hier sozusagen am Anfang einer Serie von Veranstaltungen sprechen darf, die Frage aufwirft, was wirklich zählt. Das ist tatsächlich eine Frage, die sich auch für mich am Ende meiner Überlegungen, Sie sprachen ja das Buch an, auf dem sozusagen alles auch basiert, was sich auch am Ende die Frage stellt sich, wenn wir zuversichtlich in die Zukunft blicken wollen, dann müssen wir fragen, was zählt wirklich? Und ich hoffe, dass ich da im Laufe dieser ungefähr 50 Minuten jetzt, die ich jetzt hier auf Sie einreden werde, das auch hinkriege, da sozusagen die Kurve dorthin zu bekommen. Als ich dieses Buch angefangen habe zu schreiben, da war der Ukraine-Krieg noch nicht im Gange. Da war sozusagen die Pandemie gerade in ihrer Hochphase. Und auf der anderen Seite hatten wir natürlich das Thema Klimawandel sehr stark. Und dann weiß ich noch, ich war gerade dabei, so die ersten Kapitel sozusagen so rund zu kriegen, brach der Ukraine-Krieg aus, und da rief mich der Lektor an oder schrieb mir eine Mail und fragte, wie passt denn jetzt der Ukraine-Krieg? Ich dachte, ich soll nach vorne laufen, ne? Ich merke das gerade. Oder die stellen die Kamera noch so ein bisschen. Ja, also da brach der Ukraine-Krieg aus und der Lektor fragte mich, wie sehen Sie das denn jetzt? Jetzt werden wir noch postoptimistischer, sicherlich. Das war so seine Frage, die sich da gestellt hat. Und natürlich hat dann mich der Ukraine-Krieg in den weiteren Monaten des Schreibens, dann bis Sommer ungefähr 22, dann auch sehr stark begleitet. Die Frage, die sich aber am Anfang gestellt hat, die kennen Sie sicherlich. Ich schaue so in die Runde und schaue in Ihre Gesichter und Sie nehmen es mir nicht übel, dass ich ungefähr eine Vorstellung davon habe, dass wir zumindest in einer ähnlichen Generation sind. Und ich bin auch Vater und Großvater und bin auch mit einem bestimmten Gedankenbild aufgewachsen. Und wir sind sicherlich alle, auch hier in Österreich, genauso wie wir in Deutschland, so mit diesen Gedanken, mit dieser These aufgewachsen. Zumindest kennen wir das noch von unseren Eltern. Unsere Kinder sollen es mal besser haben. Ja, und das war sozusagen in den vielleicht 50er, 60er, auch noch 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, war das so eine selbstverständliche Vorstellung. Das konnte man sagen, ohne dass man ausgelacht wurde. Jetzt gibt es, wenn Sie sich heute überlegen, wenn Sie Ihre Kinder und Enkel vielleicht anschauen und sagen, wie sieht es aus, werden diesmal besser haben als ich, dann werden Sie das wahrscheinlich gar nicht ernsthaft erwägen. Ne? Kann natürlich zwei Gründe haben. Erstens, uns geht's gut. Ja, das muss man auch erstmal vorneweg sagen. Nicht? Man kann jetzt gar nicht unbedingt sagen, was soll denn noch besser werden. Und das andere ist aber, dass wir irgendwie uns in so einer Bedrohungssituation erleben, in so einer
in so einer, wie gesagt, Krisensituation, so kurz vor der Katastrophe, dass wir uns sagen, das wäre absurd, jetzt zu sagen, den Kindern wird es mal besser gehen als uns. Also, Hauptsache, ihnen geht es nicht viel schlechter, wäre vielleicht so die Reaktion. Nur jetzt gab es, ich habe in letzter Zeit viele Vorträge gehalten und da wurde von einem Moderator eine Studie erwähnt, die gerade in den Nachrichten war. Da hieß es, das war die Deutung der Studie durch die Forscher, die Jugend würde immer pessimistischer werden. Der Fakt, der ermittelt worden ist, war, dass wohl die jungen Leute, so 25 bis 35, auf die Frage, wird es ihnen mal besser gehen als heute, mit Nein antworten. Da glauben sie nicht dran. Und da sage ich mir, deswegen muss ich ja nicht unbedingt pessimistisch sein, wenn ich nur sage, mir wird es nicht besser gehen. Vielleicht bin ich ganz zufrieden. Vielleicht ist auch das, was ich heute als mir geht es gut beschreiben würde, gar nicht das. Und damit komme ich schon auf das Thema ihres Semesters, was wirklich zählt. Dass wir sozusagen überhaupt auch überdenken müssen, was zählt eigentlich wirklich. Jetzt haben Sie dieser Veranstaltung den wunderbaren Titel Postoptimistische Zuversicht gegeben. Und Sie hatten so gesagt, da bin ich so ein bisschen hängen geblieben, Sie hatten so gesagt, das ist ja jedem klar, was das bedeutet. Und da habe ich sogar, also so ähnlich kam das bei mir an, da habe ich sogar, ja gut, wenn das jetzt jedem klar ist, was das bedeutet, dann können wir eigentlich an dieser Stelle schließen und sagen, Sie wissen schon alles, was ich sagen möchte. Bei mir ist nämlich gar nicht so klar, was das bedeutet. Ich habe darüber ein ganzes Buch geschrieben, um mir das klarzumachen. Ich habe mich gefragt, ob in einer Zeit, in der uns der Optimismus verloren gegangen ist, ob in dieser Zeit wirklich der Pessimismus sozusagen der angesagte Umgang mit Zukunft ist. Und jetzt habe ich gesagt, okay, was man jetzt erklären muss, ist ja erstmal, was ist Optimismus, was ist Zuversicht? Wir verwenden, glaube ich, diese Begriffe oft synonym. Und was hat das mit diesem Post zu tun? Und was ich Ihnen hier darstellen möchte, ist, dass Postoptimismus bedeutet, dass wir immer noch an den Dingen hängen, die uns mal optimistisch gemacht haben. Sie kennen vielleicht den Begriff der Postmoderne, ne? Sie kennen vielleicht auch die postindustrielle Gesellschaft und sowas alles. Das sind alles so Begriffe, die sagen, wir speisen unsere Vorstellungen von dem, wie eine Gesellschaft sein sollte, noch aus etwas, was eigentlich schon in der Vergangenheit ist. Jetzt könnte man die Frage stellen, sind wir denn jemals optimistisch gewesen? Und wenn Sie jetzt mal ganz kritisch in die Vergangenheit schauen, in die Jahrzehnte, von denen ich eben so gesagt habe, da waren wir eigentlich noch optimistisch, dann sage ich mal Atomkriegsgefahr, Vietnamkrieg, Ölkrise, Waldsterben, Ozonloch. Und dann fragt man sich ja, hatten wir denn jemals Grund, optimistisch zu sein? Hatten wir jemals Grund, optimistisch zu sein, wenn wir uns das mal überlegen, ja? Also ich habe Atomkriegsgefahr gesagt, alles, was dazugehört, der Zusammenprall der Systeme, gerade hier in Mitteleuropa, Sie hier in Wien, nicht so, ich weiß nicht, wie das in Wien gewesen ist, bis Mitte oder Ende der 80er Jahre, Sie sind ja auch ziemlich dicht sozusagen an dem Ostblock dran gewesen. Also, ich selbst, um das dazu zu sagen, das wurde noch nicht verraten von meiner Biografie, ich bin in der DDR aufgewachsen. Ich war 25, als 24, als die Mauer fiel. Und ich bin in der Schule mit einer Vorstellung aufgewachsen, dass es eigentlich kaum noch ausweichbar ist, dass hier in Mitteleuropa in einem Atomkrieg irgendwie zugrunde geht. Erinnern Sie sich an diese Filme, The Day After Tomorrow, diese sozusagen Dystopien, die da entwickelt wurden. Ich weiß inzwischen, dass das im westlichen Teil der heutigen Bundesrepublik nicht ganz so dramatisch gesehen wurde. Da war man also eher ein bisschen locker drauf, man hat gedacht, ach, so schlimm kommt das nicht. Also zumindest die Leute, die ich jetzt so als meine Freunde bezeichne, die sagen, was, so schlimm habt ihr das gesehen? Aber wir haben damals also in der Schule gelernt, wie man sich hinzulegen hat, wenn da der Atompilz explodiert, dass man sich die Schultasche über den Kopf nehmen muss und solche Dinge alles. Also wenn Sie sich das jetzt mal so überlegen, ne, wenn wir heute über Krisensituationen sprechen, dann können wir schon mal sagen,
Also es gab schon auch in unserem Leben schon mal Zeiten, wo wir auch geglaubt haben, dass die Sache eigentlich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit schief gehen wird. Und das sogar noch in einer Radikalität, muss man ja mal ehrlich sagen, wo der Klimawandel, so dramatisch er ist, und Sie werden mir, auch wenn ich später noch einiges Kritische über Klimawandelaktivisten sagen werde, Sie werden mir keinen Klimawandelleugner finden. Ich habe, wie gesagt, Meteorologie studiert. Ich kenne mich aus, ja. Ich weiß, dass das alles harte Fakten sind. Ich wäre der Letzte, der sagen würde, dass das nicht stattfindet. Aber wenn man sich mal überlegt, was für ein Horrorszenario wir in den 70er Jahren hatten, dann muss man sagen, gut, so dramatisch stellt sich die Situation jetzt eigentlich gar nicht dar, wie wir sie zumindest einige von uns damals gesehen haben. Und da komme ich eigentlich schon zu einem interessanten Punkt, was die Unterscheidung von Optimismus und Zuversicht betrifft. Warum das so ein deutlicher Punkt ist, das werden Sie gleich sehen. Ich möchte erstmal sagen, wenn ich, Sie hatten gesagt, ich bin Philosoph. Was mache ich als Philosoph? Ich versuche Begriffe zu klären, aber nicht zu definieren. Also wenn ich jetzt sage, was Optimismus von Zuversicht und von Hoffnung unterscheidet, dann mache ich das nicht, um Ihnen sozusagen Definition zu geben, die Sie dann irgendwo in ein Lexikon einschreiben können oder nachlesen können, sondern es geht darum, dass wir einen Phänomenbereich, in diesem Falle, was für Möglichkeiten gibt es, positiv mit der Zukunft umzugehen? Sozusagen ein gutes Leben gerichtet auf die Zukunft zu haben. Was für Möglichkeiten haben wir? Und dann kann ich die Begriffe, die ich dafür habe, Optimismus, Zuversicht, Hoffnung zum Beispiel, also das sind so die drei Begriffe, die mir einfallen, die kann ich nehmen und kann sagen, kann ich die irgendwie verwenden, wenn ich gucke, wie verwenden wir die? Manchmal auch unterschiedlich, ne? Manchmal verwenden wir sie synonym und manchmal verwenden wir sie unterschiedlich. Und dann können wir sagen, wir können diese Begriffe nehmen, um sozusagen diesen Bereich irgendwie abzustecken, ja, mit so Begriffen. Und das will ich tun. Aber deshalb will ich niemanden vorschreiben, wie er den Begriff Optimismus von Zuversicht zu unterscheiden hat. Nicht, dass Sie rausgehen und sagen, wir haben gestern einen Philosophen gehört, der hat uns ganz klar den Unterschied erklärt und jetzt bitte sagt nie wieder, ich bin zuversichtlich, wenn ihr eigentlich optimistisch seid. Also, so nicht. Ne? Aber es gibt meiner Meinung nach drei verschiedene Möglichkeiten, positiv mit der Zukunft umzugehen. Das eine ist die Hoffnung. Wir sind hier in einem christlichen Haus. Nicht? Da fällt uns bei Hoffnung natürlich sofort die religiöse Begründung ein, der Glaube. Die Hoffnung ist eigentlich, wenn Sie so wollen, der schwierigste Fall. Weil die Hoffnung setzt ganz im Gegensatz zum Optimismus gerade nicht auf Wissen. Die Hoffnung, wenn Sie zum Beispiel, wir müssen gar nicht in unseren religiösen Kontext schauen, die Hoffnung setzt auf etwas, was ich nicht weiß, von dem ich es aber für möglich halte, dass es in der Welt ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Familienmitglied, was schwer krank ist. Und die Befunde sehen wirklich alle schlecht aus, ja? Dann sagen Sie, ich habe trotzdem Hoffnung, dass er wieder gesund wird. Und damit sagen Sie eigentlich, es wird noch, kann noch irgendetwas geben, was in diesem Menschen ist, oder es kann irgendein Medikament geben, es kann noch irgendeine heilende Kraft in diesem Menschen geben, die dazu führt, dass er wieder gesund wird. Wir wissen es nicht, aber die Welt ist doch so vielschichtig, so komplex. Es kann doch schon irgendwo der Samen gelegt sein dafür, dass dieser Mensch wieder gesund wird. Das ist die Hoffnung. Die Hoffnung gründet sich gerade nicht auf Wissen, sondern auf, wenn wir wollen, nicht wissen. Genau darauf, dass wir nicht alles wissen. Darauf gründet sich die Hoffnung. Und deswegen ist diese Hoffnung auch so schwer auszurotten. Weil das ist einfach eine Tatsache. Man muss sie auch nicht ausrotten, um Gottes Willen. Ich will sie nicht ausrotten. Das ist nun mal eine Tatsache, dass wir nicht alles wissen. Und jeder, der sagt, es kann doch noch etwas geben, was dazu führt, dass der wieder gesund wird, dass doch Serbien jetzt doch nicht gegen die Kosovo in den Krieg zieht, dass all diese Dinge, ne? Wo alles dafür spricht, was wir messen können, sagen wir, es gibt Hoffnung, weil wir nicht alles wissen.
Und zur Hoffnung kommt dann etwas dazu, was ich als Zuversicht bezeichnen möchte. Und das ist unsere Erfahrung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Unsere Erfahrung, und deshalb sage ich, in dieser Erinnerung an die 70er Jahre, an diese Zeit, als wir den Atomkrieg auf uns zukommen sehen haben, darin steckt eine Erfahrung, dass es schon öfter mal Krisenzeiten gab und dass wir da auch rausgekommen. Der Mensch ist erfinderisch, der Mensch ist widerständig, Sie hatten das Wort schon genannt, der Mensch ist resilient, wie dann die Philosophen und die Soziologen und so weiter sagen, weil sie einen tollen Begriff brauchen, den man nicht sofort versteht. Aber der Mensch ist widerständig und der Mensch ist erfinderisch. Wie gesagt, wenn ich so in die Runden schaue, es ist ja immer ähnlich, wenn ich so Vorträge halte, dann kann ich immer in Gesichter schauen, die ungefähr meinem Alter ähnlich, kann ich sie erinnern. Das ist schwieriger, wenn man mit jungen Menschen zu tun hat, da ist es schwieriger, sowas aufzurufen. Aber die eine oder andere wird sich vielleicht noch an Schiller, an die Glocke erinnern, das Gedicht. Ja? Und da gibt es diese Stelle, also Schiller, man kennt diese Stellen auch, wenn man die Glocke nicht kennt, weil natürlich Sie wissen, dass man von Schiller unglaublich viele Dinge als Sprichwörter und Redewendungen in die Gegenwart genommen hat. Und da gibt es ja diese berühmte Stelle, wo da alles abgebrannt ist, niedergebrannt ist die Stätte. Und dann kommen diese zuversichtlichen Worte, erzählt die Häupter seiner Lieben und sie, es fehlt kein teures Haupt. Das heißt also, und da sind wir auch wieder beim Thema ihres Semesters, was wirklich zählt. Ja, ich sehe also, es ist gerade eine große Katastrophe passiert, es sieht alles ganz schlimm aus, aber wir sind noch am Leben und das reicht eigentlich aus unserer Erfahrung heraus und natürlich auch gepaart mit Hoffnung, dass wir sagen, wir werden uns was Neues aufbauen. Wir werden auch in dieser Situation wieder klar. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass der Mensch in seine Geschichte schaut und in diese Geschichte von Katastrophen schaut. Dass wir uns immer wieder sagen, was wir alle schon, viele von uns in ihrem eigenen Leben, begonnen in der Nachkriegszeit, dann aber auch später, wie gesagt, das habe ich schon aufgeführt, viele Dinge. Aber auch, wenn wir weiter zurückblicken, wir hatten gerade, ich komme aus Münster, Sie sagten es, und bei Münster sollte Ihnen natürlich allen möglichst der Westfälische Frieden einfallen, nicht? Stadt des Westfälischen Friedens, 375 Jahre Westfälischer Frieden in diesem Jahr. Wir feiern das in Münster mal ganz, ganz deutlich und ganz groß. Wir haben dieses Jahr eine Westfälische Friedenskonferenz durchgeführt. Natürlich spielte das Thema Ukraine dabei eine ganz große Rolle. Also, wenn wir in diese Vergangenheiten schauen und sagen, was haben die Menschen damals gelitten, was haben die durchgemacht und was haben sie sich daraus wieder hochgekämpft? Und wir sehen immer wieder, der Mensch ist in der Lage, in der Situation, in der er ist, sozusagen ein neues Leben anzufangen und zu sagen, Schiller zitierend, das Wesentliche ist noch da und wir können in dieser Situation neu anfangen. Das nenne ich Zuversicht aus der Erfahrung heraus, die wir immer wieder aktivieren müssen. Und diese Erfahrung ist allerdings ambivalent. Denn die Erfahrung sagt auch dann, okay, Katastrophen sind unvermeidbar. Und da kommt der Optimismus ins Spiel. Der Optimismus ist ja das Gegenstück zur Hoffnung. Der Optimismus glaubt zumindest auf Wissen aufzubauen. Der Optimismus in unserer heutigen Zeit ist ein Fortschrittsoptimismus gewesen zumindest. Genau der ist uns abhanden gekommen. Die Idee, dass Wissenschaft und Technik jedes Problem anschauen, analysieren, verstehen, die Prozesse verstehen, die da passieren, die naturwissenschaftlich analysieren können, Ursache und Wirkung erkennen und dann sagen können, das müssen wir tun. Wenn wir das tun, dann lösen wir dieses Problem. Das ist der Optimismus. Der Optimismus basiert also auf Wissen. Zumindest auf dem Gefühl, etwas zu wissen. Und da müssen wir jetzt genauer hinschauen, weil das ist meiner Meinung nach das, was uns in den letzten Jahrhunderten immer mehr, in der Neuzeit immer mehr, in eine optimistische Situation gebracht hat, trotz aller Katastrophen. Man muss sich das mal vorstellen.
Trotz aller Katastrophen, die diese letzten Jahrhunderte gebracht haben, sind wir irgendwie immer optimistischer geworden bis vielleicht so 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts. In gewissem Sinne immer optimistischer geworden, wo wir eigentlich gar keinen Grund dazu hatten, weil wir gedacht haben, wir haben die Wissenschaft, wir haben die Technik und wir haben damit die Möglichkeit, die Welt zu verstehen und die Probleme, die wir haben, zu lösen. Wir können alle Krankheiten ausrotten, weil wir das verstehen, was da passiert, die Medizin als Wissenschaft, Medizin als Technik. Beides führt zusammen dazu, dass wir alle Krankheiten beseitigen können. Nach und nach werden wir alle Krankheiten beseitigen. Wir haben gesagt, wir können alle Probleme, die wir haben, auch Dinge, die wir gar nicht vorher als Problem hatten, nicht? Das Problem, dass ich im Café hier unten sitzen kann und keine Speisekarte bekomme, sondern jetzt da einen QR-Code scannen kann und das auf dem Handy die Speisekarte angucken kann, also nicht darauf warten muss, dass der Kellner kommt und mir die Speisekarte bringt. Das war ja vorher gar kein Problem, bevor das ging, nicht? Das ist ja erst zum Problem geworden, seitdem ich das irgendwie das erste Mal erlebt habe und mich dann frage, in jedem Café, wo es das nicht gibt, warum haben die das hier nicht? Dann habe ich erst das Problem. Also wir schaffen auch viele Probleme erst, indem wir Lösungen finden für Probleme, die wir vorher gar nicht hatten. Aber insgesamt ist es natürlich so, wir erkennen ein Problem, wir wollen schneller von A nach B. Da muss es eine Möglichkeit geben. Ach, guck mal, da haben Leute irgendwelche Gefährte erfunden, die werden mit Motoren betrieben. Tolle Sache. Lass uns Straßen dafür bauen. Und dann fahren wir viel schneller dahin. Flugzeuge noch dazu. Natürlich bin ich heute von Münster nach Wien gekommen, weil es Flugzeuge gibt, nicht? Muss man ja sagen. Und wir könnten natürlich sagen, ich hätte lieber nicht kommen sollen, weil mein ökologischer Fußabdruck dadurch wieder etwas größer geworden ist. Also das ist Optimismus. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu lange rede, weil ich muss Ihnen ja noch eine ganze Menge erzählen. Wichtig ist, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Wir erzählen diese Geschichte vom Optimismus immer so, als ob der Mensch schon immer so ein Bestreben hätte, sich auszudehnen über die Welt, erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält, Goethe. Nicht? Man vergisst sehr gerne, dass Faust eine Tragödie ist, ja, und kein positives Stück, ne? Dass er zweimal groß scheitert, im ersten Teil und im zweiten Teil ja letztendlich auch. Und heute erzählen wir das eher so als den großen Helden. Also, wir erzählen das oft so, als ob der Mensch schon immer irgendwie so einen Fortschrittsstreben gehabt hätte. Und da möchte ich Ihnen jetzt eine Person nennen, deren Namen Sie zumindest wahrscheinlich kennen, Blaise Pascal. Pascal, am Anfang der Neuzeit, im 17. Jahrhundert gelebt, nicht sehr alt geworden. Und wenn Sie den googeln oder bei Wikipedia nachschauen, dann werden wir als erstes lesen, Mathematiker und Physiker, wird sozusagen zu Beginn der Neuzeit als einer der Urväter der wissenschaftlich-technischen Entwicklung angesehen. Und dieser Pascal, den wir also vor allem daher kennen, dass er sich mit Luftdruck beschäftigt hat und deshalb gibt es das Hektopascal, nicht? Also der hat so verschiedene Sachen, Pascalsches Gesetz, Pascalsches Dreieck, ein Naturforscher. So wird er uns heute beschrieben, ein tief religiöser Mensch. Und dieser Pascal hat den Satz gesagt, es gehört nicht zum Wesen des Menschen, immer voranzugehen. Wenn man das so hört, dann denkt man erst, da muss jetzt ein Fehler drin sein. Ne? Das muss doch, dieses Nicht, das hat doch da jemand dazwischen geschmuggelt. Ja, es gehört nicht zum Wesen des Menschen, immer voranzugehen. Pascal, zu Beginn der Neuzeit, ein Naturforscher, jemand, auf den sich heute alle Wissenschaftler und Techniker positiv beziehen, sagte da noch, es gehört nicht zum Wesen des Menschen, immer voranzugehen. Und Pascal hat ja auch gesagt, es ist wirklich sehr lesenswert, das ist ein dickes. Dieses dicke Konvolut, die Gedanken, neu übersetzt worden, gerade vor ein paar Jahren ins Deutsche. Pascal hat ja auch darauf hingewiesen, dass der Mensch das verletzlichste Wesen überhaupt ist auf der Welt. Ein Schilfrohr, er hat das mit einem Schilfrohr, ein Wasserdampf, ein Regentropfen kann ihn zerstören. Und die Würde des Menschen wäre es, dass er das weiß, dass er das schwächste Wesen überhaupt ist.
Im 20. Jahrhundert hätte man gesagt, ja, so Gott, bauen wir dann ein Haus drumherum, ne, um dieses Schilfrohr und dann schützen wir das halt und dann ist das doch gar kein Problem, da sind wir nicht im Netz. Heute wissen wir, dass das nicht stimmt. Und ich möchte Ihnen ganz kurz sagen, warum das nicht stimmt, wo der Denkfehler war in dieser optimistischen Zeit. Der Denkfehler war, dass die ganze Naturwissenschaft und Technik die Welt als ein Labor betrachtet. Und zum Labor macht. Das ist der Erfolgsfaktor. Wenn Sie sich hier anschauen, wir haben hier schöne glatte und glatten Fußboden, auch wenn er etwas knarrt, da wo ich hier vorne mal hin und her laufe, das stört Sie hoffentlich weniger als mich. Wir sitzen also hier so an einem geraden, auf einer geraden Fläche. Wir sitzen nicht nur auf einem Höhlenboden oder so, sondern wir haben es ja schön gerade gemacht. Wir haben uns die Verkehrsflächen, wo unsere Autos drauf fahren können, schön gerade gemacht. Wir haben alles dafür getan, dass unsere technisch strukturierte Welt einem Labor eines Physikers ähnelt. Weil in diesem Labor natürlich alles wunderbar funktioniert. Und fahren Sie mit Ihrem Porsche oder was Sie auch immer so fahren normalerweise, oder mit Ihrem Tesla, fahren Sie damit in die Alpen und versuchen Sie da irgendwie über so ein Bergwerk damit zu fahren, wissen Sie, funktioniert. Ja? Also wir brauchen sozusagen eine technische Laborumgebung, damit das alles funktioniert. Und wir haben uns eingeredet, wir könnten die ganze Welt zum Labor machen. Über diese Zeit. Wir können das alles schön glatt machen, schön was drumherum bauen und dann wird das alles funktionieren. Und da war ein entscheidender Denkfehler dabei, dass wir natürlich irgendwo mit den Abfällen hin mussten. Und das ist, also ein Labor ist ja normalerweise ein geschlossenes System. Ne? Kommt nichts rein, nichts raus, alles ist kontrolliert. Und jetzt ist die Frage, wo kommen die ganzen Abfälle hin? Und da haben wir gedacht, eine ganze Weile lang, dass da draußen, außerhalb des Labors, einfach unendlich groß ist. Wenn Sie da Abgase reinpusten, dann sind die einfach weg. Ne? So, das ist also nicht dann, ja, die sind dann weg. Und wenn Sie da irgendwie ins Meer Müll schütten, dann ist das einfach weg. Das ist also riesig. Nicht? Wenn Sie sich nur überlegen, auch da kleine Anekdote dazu, wie lange wissen wir eigentlich schon das mit dem Klimawandel? Das wird ja häufig unterschätzt. Ich frage Sie jetzt nicht, was Sie denn glauben, wie lange wir das schon wissen. Wir wissen das eigentlich schon seit 150 Jahren. Vor 150 Jahren haben Leute Experimente gemacht, da haben sie so Glaskolben genommen mit CO2, stärkerer CO2-Konzentration gefüllt und welche weniger und haben die in die Sonne gelegt und dann haben sie gemerkt, diese Dinger, diese Glaskolben mit der CO2, höheren CO2-Konzentration werden viel wärmer als die, wo weniger CO2 drin ist. Und dann hat diese Dame Futre, ich muss sagen, gut, den Namen endlich mal aufschreiben, denn ich lese den immer wieder. Also es war eine Frau, die diese Experimente als erstes gemacht hat. Ganz wichtig, deshalb sollte man eigentlich auch den Namen wissen. Aber da sehen Sie mal wieder, dass wir doch da alle noch sehr männlich, auch ich noch männlich geprägt bin. Diese Frau jedenfalls, die hat dann geschrieben, und wenn es tatsächlich stimmt, dass in früheren Zeiten die Atmosphäre wesentlich mehr Kohlendioxid enthalten hat als heute, das war Mitte des 19. Jahrhunderts, vor der industriellen Revolution, dann muss es zu dieser Zeit deutlich wärmer gewesen sein. Mitte des 19. Jahrhunderts. Die kam natürlich nicht darauf, dass das auch in die umgekehrte Richtung geht, weil da hatte noch keiner angefangen, mit Autos und Fabriken die Sache wieder in die andere Richtung zu entwickeln. Das war dann ein paar Jahre später. Und dann kam der berühmte Meteorologe Svante Arrhenius. Der hat das als erster ausgerechnet. Svante Arrhenius hat vor über 100 Jahren das erste Mal ausgerechnet, wie stark sich die Atmosphäre erwärmen wird. Und er kam bei 6 Grad raus, wenn sich der CO2-Gehalt verdoppelt. 6 Grad war ein bisschen zu viel, aber ich finde, das ist extrem. Also der hat wirklich den Computer. Ne? Und der hat gesagt, das wird eine tolle Sache, weil wenn es wärmer ist, ist es schöner. Das ist ja das, was heute auch noch immer viele sagen. Ne? Wenn es wärmer ist, ist es ja viel schöner. Dann werden wir viel bessere Ernten haben und es wird ein viel milderes Klima sein und so weiter. Das war natürlich, muss man natürlich einem Meteorologen auch in der Zeit schon vorwerfen, dass er sich sagen müsste, ein bisschen komplizierter wird die Sache wahrscheinlich schon. Aber natürlich muss man ihm zugutehalten, dass der nicht gedacht hat, dass das so schnell geht. Der hat gedacht, das dauert ein paar tausend Jahre. Ne? So, da in der Größenordnung hat er gedacht. Ja? So, dass das dann so schnell gehen würde, das war ihm auch nicht klar. Aber da sehen Sie also, wie lange wir das eigentlich schon wissen. Aber trotzdem haben wir es immer ignoriert und haben gesagt, das ist eine unendlich große
ein unendlich großes Reservoir, da kann man alles rauspusten, das wird uns nicht weiter stören. Und was wir nun gemerkt haben in den 1980er Jahren spätestens war, unsere Welt ist gar kein Labor. Unsere Welt ist halt, die schlägt halt zurück. Ne? Und da gab es diese spannenden Erfahrungen, wir erinnern sich, ich hatte es eben schon mal gesagt, Waldsterben war das eine, Ozon noch das andere. Mir wäre es lieber, wenn es umgekehrt gewesen wäre. Das Waldsterben war zuerst, das Ozon noch später. Aber ich erzähle es jetzt so. Beim Ozonloch war die Sache noch relativ einfach. Sie haben einen relativ einfachen chemischen Prozess. Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Und dann reagieren die mit dem Ozon. Da konnte man relativ einfach, so ein bisschen Physik, ein bisschen Chemie. Dann konnte man relativ klar diesen Zusammenhang sehen. Und das Schöne, sowohl beim Waldsterben übrigens als auch beim Ozonloch, das Schöne war, wir konnten sofort eine technische Maßnahme finden. Ja, man hat gedacht, okay, dann müssen halt die Industrie sich was einfallen lassen, ne? Dass sie da diese Fluorchlorkohlenwasserstoffe durch irgendwas anderes ersetzt. Das kann ja nicht so schwer sein. Haben sie auch hingekriegt. Und dann machen wir das eigentlich nicht mehr. Aber das hat mit unserem Leben ja nichts zu tun gehabt. Ne? Können immer noch die Sprayflasche nehmen, da ist jetzt halt was anderes drin. Ne? Oder Pumpflaschen ist ein bisschen unangenehmer als diese Sprayflaschen, die man da hat. Ein bisschen schwieriger zu pumpen, aber ansonsten ist das eine überschaubare Sache. Auf unser Leben hat das nicht so großen Einfluss gehabt. Deshalb hat das uns in unserem grundsätzlichen Optimismus nicht angefochten. Beim Waldsterben ist die Sache etwas komplizierter und es gibt eine ganz interessante Studie darüber, dass nämlich wir zwar auch einen relativ schnellen, einfachen Zusammenhang gesehen haben, aber bis heute weiß man eigentlich nicht, ob das wirklich die Hauptursache war für Waldsterben. Und wenn wir heute rausschauen, wir machen heute deutlich mehr, was die Rauchgasentschädigung betrifft. Aber dennoch wissen wir, dass der Wald immer noch stirbt. Ja, jetzt gibt es natürlich, also gibt es unglaublich viele Faktoren, die zusammenkommen. Beim Waldsterben kann man wirklich unglaublich tolle Philosophie betreiben, kann ich jetzt leider nicht in seiner Gänze ausführen, weil man nämlich dort sehen kann, zum Beispiel, dass ein Phänomen erst entsteht, wenn man es anfängt zu beobachten. Wir wissen eigentlich gar nicht wirklich, wie oft es schon Waldsterbensphasen früher gegeben. Zudem kommt dazu, dass der Wald, der da stirbt in Mitteleuropa, etwas ist, was es früher vor dem Krieg gar nicht gab. Vor dem Krieg gab es noch wirklich Wald. Und nach dem Krieg, das war ja ganz wichtig, schnell wieder aufforsten, um dieses Holz verwenden zu können als Baustoff. Und deshalb wurden Forste geschaffen. Man darf eigentlich gar nicht Waldsterben sagen, man muss eigentlich Forststerben sagen. Weil das ist ja eine hochgradig künstliche Angelegenheit, dieser Wald. Wenn wir heute in den Wald gehen, dann wissen Sie, das ist ja alles angepflanzt als Nutzfeld sozusagen. Das ist ja kein Wald in dem Sinn, wie das noch vor Jahrhunderten existierte. Das heißt, was da stirbt, ist eigentlich etwas, was hochgradig künstlich eigentlich ist. Und deshalb ist dieses, ist ja natürlich auch ganz anders gefährdet als ein Wald, ein wirklicher Wald gefährdet werden. Das erkennt man zunehmend, das kann ich jetzt auch gar nicht, also man könnte da unglaublich lange allein über dieses Geflecht sprechen. Das Waldsterben hat eigentlich zumindest die Wissenschaftlern schon gezeigt, da wurde nicht viel drüber geredet, aber wenn Sie genau hinschauen, ist das Waldsterben eigentlich der erste Fall, wo man feststellt, dass die Wissenschaft halt nicht mit ihren Methoden alles rauskriegen kann, was relevant ist. Und das merken Sie zum Beispiel, wenn Sie heute ins Sauerland kommen, ich glaube, es gibt hier bei Ihnen sicherlich auch solche Gegenden, wo der Wald wieder stirbt. Und man sagt so, ja, vielleicht ist der Borkenkäfer, vielleicht ist der Klimawandel, die Trockenheit, vielleicht ist beides zusammen, vielleicht ist auch irgendwas ganz anderes. Wir wissen es eigentlich nicht. Wir wissen nur, die Rauchgasentschwefelung, die funktioniert inzwischen eigentlich. Also das sind hochgradig komplexe Dinge und das ist eigentlich das, was uns jetzt klar ist, was wir auch in der Pandemie dann so deutlich erlebt haben. Dass diese einfachen Mechanismen, macht das, das ist ganz einfach zu machen und wenn ihr das alles macht, dann wird das Problem bekämpft, dass das nicht mehr funktioniert. Jetzt kommt aber was dazu, was uns die Sache noch schwieriger macht und das ist, im Gegensatz zum Ozonloch, im Gegensatz zum Waldsterben, sind wir jetzt plötzlich alle selbst gefragt. Nicht? Beim Waldsterben, beim Ozonloch konnte man auch sagen, alles klar, da muss eine technische Lösung her, da müssen Gesetze geschaffen werden und dann muss die Industrie da irgendwas tun und dann ist das für uns, aber eigentlich für unser Leben ist das eigentlich nicht wichtig. Jetzt plötzlich wird darüber gesprochen, sowohl bei der Pandemie als auch beim Klimawandel, wir alle sollen unser Leben ändern. Und dann merken wir natürlich,
Wir, die wir hier sitzen, sagen natürlich, natürlich machen wir das, überhaupt kein Problem. Aber es gibt Leute, ne, die sagen, so einfach ist das nicht. Und Sie sehen ja, ich habe es gerade gesagt, ich bin ja heute auch hierher geflogen. Also, haben wir das Problem, dass wir alle unser Leben ändern müssen? Und nicht einfach, dass wir träge sind, sondern dann stellt sich plötzlich raus, die Sache ist ja so kompliziert, es ist gar nicht ganz klar, ob meine Änderung meines Lebens wirklich den gewünschten Erfolg bringen wird. Das haben wir ja bei der Pandemie nun ganz deutlich gemerkt. Da haben die Leute, die einen haben gesagt, ja, wir müssen alle Maske tragen. Dann kommt der nächste Wissenschaftler und sagt, ach, das mit der Maske, das bringt überhaupt nichts. Und dann sagt sich natürlich jemand, warum soll ich Maske tragen? Und die Wissenschaftler sagen, es bringt gar nichts. Oder die Schulschließung war ja in Deutschland ein ganz großes Thema. Da ist es ja noch schlimmer, weil man einerseits sagen kann, bringt es überhaupt was? Sind die Kinder überhaupt gefährdet? Und auf der anderen Seite wird natürlich ein Problem für die Kinder, entsteht natürlich ein Problem für die Kinder, wenn die plötzlich nicht mehr zur Schule gehen, ne? Und dann sind die plötzlich zu Hause. Riesige Probleme entstehen. Was passiert dann? Wir haben soziale Konflikte. Wir haben eine Zuspitzung des Diskurses in der Gesellschaft. Und selbst wenn wir jetzt also dahin kämen, dass die Wissenschaft, von der dann die Wissenschaft selbst sagt, dass es die Wissenschaft nicht gibt, eine Lösung wüsste, stellt sich heraus, dass das gar nicht durchsetzbar ist. Und zwar nicht, weil die Leute alle doof sind, sondern weil sie sagen, ich habe ganz andere Probleme. Also nehmen Sie das Beispiel Pandemie. Ja, wenn Sie Kinder haben und die Kinder sitzen plötzlich zu Hause und Sie sollen irgendwie gucken, dass sie trotzdem lernen und sie sollen aber nach arbeiten gehen oder sie sollen gerade plötzlich im Homeoffice arbeiten und machen das das erste Mal und wissen gar nicht, wie es geht und die Kinder sind da. Und springen da um sie rum, dann ist das gar kein böser Wille, dass man sagt, so geht es irgendwie nicht. Ne? Wir dürfen nicht so tun, als ob das böser Wille ist. Und natürlich auch, wir haben in Deutschland das Heizungsgesetz, da wurde jetzt ganz viel diskutiert, dass wir alle, die Häuser haben, neue Heizung einbauen sollen. Und auch da ist es ja nicht einfach so, dass einer sagt, ich finde das doof, ich will das nicht. Natürlich gibt es die auch. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, was kann ich mir nicht leisten? Wie soll das gehen? Ich habe mir gerade eine neue Heizung eingebaut. Vor ein paar Jahren habt ihr mir noch gesagt, hier, die Heizung ist das noch so Ultra, bau dir diese Heizung ein. All diese Dinge, ja? Also, es wird halt unglaublich kompliziert. Und das sind die Gründe, weshalb das mit dem Optimismus irgendwie nicht mehr funktioniert. Es kommt, nee, den Aspekt muss ich jetzt weglassen. Ich wollte noch darauf hinweisen, dass zum Optimismus natürlich auch gehörte, dass wir irgendwie vor 33 Jahren geglaubt haben, wir sind am Ende der Geschichte angekommen und überall siegt die Demokratie und alle, die Welt wird friedlich, es gibt keinen Konflikt mehr zwischen irgendwelchen verfeindeten Blöcken, wenn Sie sich mal überlegen, dass wir damals uns über den Gorbatschow so gefreut haben. In Russland, selbst in Russland, kriegt jetzt die Demokratie, da sind wir heute weit von entfernt, all diese Dinge, nicht? Das kommt natürlich noch dazu, aber das klammern wir jetzt hier ein, das kommt wohl dazu. Jetzt ist die Frage, auf die ich ja schon so ein bisschen eingegangen bin. Insofern passt das dann auch mit der Viertelstunde, die ich mir jetzt hier noch geben möchte. Was machen wir denn nun? Die eine Möglichkeit ist, dass wir sagen, ja, geht halt zu Ende. Ne? Lass uns noch ein bisschen feiern und dann geht es halt zu Ende. Es gibt diejenigen, die, also es gibt so die Extremfälle, es gibt ja immer noch diejenigen, die Follow the Science rufen, also folgt den Wissenschaften. Und da muss man natürlich sagen, ja, kann uns die Wissenschaft sagen, was wir tun sollen? Das haben wir in der Pandemie erlebt. Die Wissenschaft kann, und ich sage auch ganz deutlich dazu, die Wissenschaft ist, was Erkenntnisproduktion betrifft, natürlich das Beste, was wir haben. Also die Wissenschaft hat uns natürlich viel in der Pandemie und auch im Klimawandel viel erklärt, dass wir überhaupt verstehen, was passiert, warum passiert das, warum ist es so kompliziert? Auch das kann uns die Wissenschaft erklären. Aber die Wissenschaft kann uns nicht sagen, was wir tun sollen. In keinem dieser ganzen Fälle. Das ist eben der Fehler, den diejenigen machen, die Follow the Science rufen, weil die Wissenschaft immer nur aus bestimmten Perspektiven gucken kann. Ja, der Virologe und der Epidemiologe, der kann uns sagen, wie sich so ein Virus verbreitet. Der kann sagen, ich versuche mal rauszukriegen, ob tatsächlich die Schulen irgendwie ein Herd sind, wo das dann sich halt verteilt, wo das in die Familien reingeht. Kinder selbst sind nicht gefährdet, sie erinnern sich, aber
die Eltern, Großeltern, wir haben ja so einen tollen Gesundheitsminister, der dann ja, solche Szenarien aufmacht, nicht? Die Kinder sind schuld, wenn die Eltern und Großeltern sterben, und solche Dinge sind ja da kommuniziert worden. Also die wissenschaftliche Logik dahinter, die kann natürlich ein Epidemiologe versuchen rauszukriegen. Ja? Aber ob die Kinder nun zur Schule gehen sollen oder nicht, das ist eine andere Frage. Die hängt von ganz, ganz vielen Dingen ab. Deshalb können wir also, müssen wir also eine andere Rolle für die Wissenschaft finden. Wir müssen sagen, gut, die Wissenschaft, auch mit ihrer Vielfalt von Perspektiven, kann uns irgendwie mit Wissen, also das soll sie auch tun, mit, zumindest mit Einsichten darüber, was passiert, versorgen. Aber wir selbst müssen aushandeln in der Gesellschaft, was machbar ist. Was jetzt irgendwie, was sozusagen uns auch nicht als Gesellschaft zerreißt. Und das müssen wir, das ist das eine, was wir lernen müssen. Und da müssen wir viel offener und vielfältiger werden. Ich möchte tatsächlich den Großteil meiner verbleibenden Zeit hier nutzen, um das brisante Thema des Klimawandels hier anzusprechen. Weil ich hatte gesagt, der Klimawandel ist real, keine Frage. Ne? Und ich kann Ihnen da auch viel dazu erklären, wenn Sie wollen, danach, wenn die Veranstaltung vorbei ist. Heute, der Klimawandel ist real. Alles, was im IPCC-Bericht im Band 1 steht, wo die physikalischen Mechanismen erklärt sind, das wird bald im Detail irgendwo nochmal zu korrigieren sein, wie das Wissen bei Wissenschaft ist. Aber ansonsten ist das keine Frage. Das Problem ist, was machen wir damit? Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt haben wir ja viele Wissenschaftler, die nicht nur Wissenschaftler sind, sondern die auch irgendwie sagen, wir müssen jetzt auch den Leuten sagen, was sie tun sollen. Die nenne ich jetzt mal die aktivistischen Wissenschaftler, obwohl das Wort Aktivist ja schon so ein bisschen in Verruf geraten ist. Das ist ja nichts Positives mehr, ist ja schon ein Schimpfwort geworden. Also die Leute, die sagen, ich will, dass die Gesellschaft sich ändert. Was auch völlig verständlich ist, und das muss man sich auch immer wieder sagen, Wissenschaftler sind ja selbst betroffen, auch selbst betroffen. Das heißt also, wenn ich als Wissenschaftler etwas herausfinde, wo ich sage, hier muss dramatisch was anders gemacht werden, erstmal, ich habe natürlich meine wissenschaftlichen Scheuklappen, das muss man auch sagen, das ist auch gar nicht schlimm. Ich sehe meinen Punkt, den ich herausgefunden habe. Sowohl bei der Pandemie können Sie sich das anschauen, als auch beim Klimawandel. Und dann sage ich, daraus ist für mich völlig klar, was die Gesellschaft jetzt tun müsste. Und jetzt tut die Gesellschaft das aber nicht. Das heißt, ich werde immer lauter. Ja? Das kann man ja sehr gut verstehen. Ja? Dass der dann nicht, der denkt auch an seine Kinder und an seine Enkel und so weiter. Und in der Pandemie hat er an seine Großeltern gedacht und an die ganzen Freunde, die er hat. Und sagt, ja, die machen einfach nicht das Richtige. Das muss doch passieren. Und dann wird natürlich der Experte, der wissenschaftliche Experte zum Aktivisten. Und da wir zumindest noch bis vor 2, 3 Jahren ja die Situation hatten, dass die Wissenschaftler eine unglaubliche Autorität hatten, haben wir das erlebt. Ich nehme an, Sie als Österreicherinnen und Österreicher verfolgen ja, das fällt mir immer wieder auf, das ist mir auch immer wieder ein bisschen peinlich, dass Sie natürlich viel mehr verfolgen, was in Deutschland passiert, als wir das umgekehrt tun. Das muss man einfach mal zugeben. Ich staune immer, wie gut Sie alle Bescheid wissen über unsere Politiker und über die Leute, die bei uns da so aktiv sind. Und dann denke ich immer, und wer ist das in Österreich? Ne? So, das ist immer wieder so ein bisschen peinlich sozusagen im Wechselspiel. Aber die wissen wahrscheinlich, dass wir natürlich da bestimmte Experten hatten in der Pandemie. Der Christian Drosten ist da ja der Hauptakteur oder wird als Hauptakteur wahrgenommen gewesen. Der hatte eine unglaublich hohe Autorität, ja. Der war sozusagen in der Breite der Bevölkerung als der Experte anerkannt. Und gleichzeitig sagt ein breiter Teil der Bevölkerung, die Politik soll machen, was die Wissenschaftler sagen, sodass es für den Politiker, für Angela Merkel in dem Fall auch einfach ist zu sagen, ich folge dem Drosten, dann mache ich das, was sozusagen die medial vorbereitete Öffentlichkeit auch von mir erwartet. Und wenn das da nichts bringt, kann ich immer noch sagen, ich habe auch den besten Experten überhaupt gehört, den wir hatten. Und was Besseres konnte ich nicht tun. Das ist so ein bisschen da das Problem. Weil das ist auch das Problem, was wir natürlich im Klimawandel haben. Und da ist das Ganze für meine Begriffe noch etwas dramatischer, weil wir halt die Wissenschaft haben, die sagt, wir müssen das CO2 reduzieren. Wir haben ein 1,5-Grad-Ziel
Und wir haben sozusagen ein bestimmtes Budget an CO2 noch, was wir noch ausgeben können. Und wenn wir das nicht ausgeben, dann reißen wir das 1,5 Grad und dann kommt die Katastrophe. Und jetzt sind wir aber beim Klimawandel in der Situation, dass niemand mehr ernsthaft, der das irgendwie, der ernsthaft eine Vorstellung davon hat, wie Gesellschaft funktioniert, wie weltweite Gesellschaften funktionieren, noch glaubt, dass dieses 1,5 Grad hier irgendwie erreichbar wäre. Und dann sind wir natürlich in einer Sackgasse, wenn man sagt, selbst das 2-Grad-Ziel ist eigentlich realistisch nicht erreichbar. Da muss man ja fragen, was folgt daraus? Und jetzt hätte meiner Meinung nach, und deshalb muss ich so deutlich sagen, die Wissenschaft auch die Aufgabe, die Realität des Szenarios, was dann häufig in den Medien und in der Bevölkerung herumgeistert, mal so ein bisschen einzuordnen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben in Deutschland immer wieder dieses Bild, wo der Kölner Dom unter Wasser steht. Ja, nicht die Kontinente, die kontinentalen Eisschilde schmelzen ab. Und dann wird der Meeresspiegel um 70 Meter, glaube ich, steigen. Wenn alles abgeschmolzen ist, ist der Meeresspiegel um 70 Meter gestiegen. Und dann ist, also ich glaube, Wien wird noch raufgucken, aber so norddeutsche Tiefebene und so weiter steht alles unter Wasser. Und das wird natürlich als Schreckensszenario dargestellt. Was wenig dazu gesagt wird, ist, dass das ein Prozess ist, der auch in den schlimmsten Szenarien, die wahrscheinlich niemals eintreten, aber auch in den schlimmsten Szenarien wird das 1000 Jahre dauern, bis 4000 Jahre. So, wenn wir jetzt uns sagen, können wir wirklich die Probleme ernsthaft jetzt, können wir jetzt die Probleme lösen, die Menschen in 2000 Jahren haben? Denken Sie 2000 Jahre zurück, da war die Menschheit eine ganz andere. In 2000 Jahren, wir stellen uns das so selten vor, weil wir immer ans Ende der Geschichte denken, aber die Welt wird sich ja weiter verändern. Das heißt also, wir reden über eine Situation, die ohnehin ganz anders ist. Der Kölner Dom, wie lange steht der denn schon? Ja? Sie wissen, der Kölner Dom hat lange gebraucht, bis er fertig war mit Bauen, aber so lange, richtig lange steht er noch nicht. Ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, aber selbst die ältesten Kirchen, ich weiß nicht, der Stephansdom, wie alt ist der? Ne? Also, so. Selbst wenn jetzt natürlich hier viele Theologen sagen werden, natürlich steht die Kirche noch in 2000, 3000 Jahren, aber auch dieses Gebäude, die Chance hat überhaupt noch zu stehen, ist eine andere Frage. Das heißt, wir müssen uns natürlich realistische Ziele setzen. Wir dürfen nicht uns von sozusagen, wir dürfen uns die Katastrophe, die langfristig, also, oder sagen wir, eine Entwicklung, die langfristig passiert, dürfen wir uns nicht jetzt ins Haus holen und dann sozusagen davor stehen und sagen, das ist ja ganz schrecklich, weil das lähmt. So, und dann müssen wir natürlich sagen, welche Möglichkeiten haben wir denn im Sinne von Widerständigkeit, im Sinne von Resilienz, unser ganzen Einfallsreichtum zu nehmen und zu sagen, was müssen wir denn jetzt tun? Ich war vor 2 Wochen in Lech und Lech ist ein Wintersportort, nicht? Für den stellt sich natürlich die Sache des Klimawandels ganz praktisch ökonomisch. Wenn es im Winter keinen Schnee mehr gibt, dann muss der was anderes tun. Da reden wir nicht über 2000 Jahre, da reden wir tatsächlich über die nächsten paar 10 Jahre oder so, in denen das passieren. Aber das sind ja plötzlich Aufgaben, die kann man ja angehen. Da kann man ja sagen, was tut Lech, um in 10 Jahren auch noch irgendwie zu funktionieren, um irgendwie was zu tun, dass die Menschen nicht arbeitslos werden, dass die Menschen da nicht sozusagen plötzlich wieder verarmen, so wie sie vor Beginn des Wintersporttourismus arm gewesen sind. Wenn wir über unseren Wald reden, dann wissen wir, natürlich brauchen wir einen anderen Wald, als wir jetzt haben. Wenn wir erfahren, dass sich in der nächsten Zeit die Niederschlagssituation radikal verändern wird, das ist ja immer ganz merkwürdig. Wir haben ja einmal diese Starkregenereignisse, zumindest also in Deutschland ist das ganz große Thema, immer, dass die Starkregenereignisse stärker werden. So genau weiß man das ja noch nicht. Und da muss man natürlich ganz stark die Forschung rein investieren. Was heißt Klimawandel wirklich hier in unserer Region? Was wird passieren? Bauen wir im Münsterland Wein an oder was können wir tun? Das Problem wird natürlich sein, dass wir unglaublich oft scheitern werden, weil der Klimawandel halt so schnell geht. Weil sie nicht sagen können, okay, das ist so ein langer Prozess. Dann gucken wir mal, wie das mit dem Wein funktioniert. Und wenn das mit dem Wein nicht so gut funktioniert, dann machen wir etwas anderes, nicht? Der Wein braucht ja länger, um sozusagen erstmal überhaupt Ertrag zu bringen, als der Klimawandel sich verändert. Also muss man da mit Konzepten arbeiten.
Das heißt, und hier sehen Sie wieder das Problem, was wir wirklich tun müssen, kann uns die Wissenschaft nicht sagen. Die Wissenschaft kann uns sagen, wenn der CO2-Ausstoß sich so und so weiterentwickelt, dann wird sich das Klima auf eine bestimmte Weise ändern. Und hoffentlich kann uns die Wissenschaft das immer genauer sagen. Und hoffentlich kann die Wissenschaft uns irgendwie da auch Hinweise geben, nicht dann wäre die Physik und die Meteorologie, sondern die Waldforschung zum Beispiel, die Leute, die Landwirtschaft forschen, die Ökonomen und so weiter und so fort. Was können die uns für Ideen liefern, wie wir mit diesem Klimawandel umgehen können? Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht versuchen sollten, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Das ist ganz klar. Aber ich glaube ganz fest, und das ist meine Zuversicht und sogar meine Hoffnung, ich glaube, dass die Menschen, wenn sie so rum über das Problem nachdenken, wenn sie nicht sagen, es gibt entweder die totale Katastrophe, die absolute Aussterben der Menschheit, den Niedergang der Zivilisation auf der einen Seite, oder es wird sofort das CO2 reduziert. Und man muss mal ganz ehrlich sagen, wenn jetzt sofort der CO2-Ausstoß so reduziert werden würde, wie er müsste, damit das, sagen wir mal, 2 Grad Ziel erreicht werden würde, dann würde ja auch eine Katastrophe passieren. Das wird ja auch leider so selten gesagt, nicht? Also deshalb, ich lese gerade ein Buch von einer jungen Frau, die bei Letzte Generation ganz aktiv mit dabei ist, die so immer sagt, ja, die Regierung macht nicht das, was getan werden muss. Und ich sage mir, vielleicht machen sie genau das, was getan werden muss. Man kann ja nicht einfach sagen, ab morgen fahren keine Autos mehr, ab morgen fahren keine LKW mehr, ab morgen fliegen keine Flugzeuge mehr. Man kann natürlich daran forschen, dass sozusagen der Energiemix anders wird und all diese Dinge. Aber wir können nicht von einem Tag zum anderen, so wie das sozusagen in diesem Szenario notwendig wäre, das alles plötzlich abschalten. Die ökonomischen und dann letztendlich die sozialen Auswirkungen wären ja so gravierend. Und das nicht nur in Deutschland. Das auch nicht in Österreich. Ja? Sie sehen, dazu kommt wieder der deutschlandzentrierte Mensch, der hier angereist ist. Also nicht nur hier bei uns in Mitteleuropa. Die sozialen Auswirkungen werden ja so gravierend, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel, na, machen wir halt keinen Import mehr, keine globalen Warenströme mehr ab morgen. Ist ja sowieso schlecht. Ne? Abhängigkeit von China und so weiter. Machen wir ab morgen nicht mehr. Was würde dann passieren? Ja? Also das wäre ja auch eine Katastrophe. Also, wir müssen darauf hören, was die Wissenschaft sagt, aber nicht in dem Sinne, dass wir uns von denen sagen lassen, was wir tun sollen, sondern dass wir erstmal ihre Erkenntnisse als ziemlich gute Einsichten akzeptieren. Und dann darauf müssen wir jetzt aufbauen, dann müssen wir sagen, wenn das so ist, welche Optionen haben wir? Und dann werden wir, glaube ich, zuversichtlich sein können, dass wir in diesen Situationen auch Lösungen finden. Wenn wir den Klimawandel betrachten, ich finde es immer ganz spannend, wenn die Leute sagen, irgendjemand will auf den Mars aus. Also, wir sagen immer, also so schlimm, alle Kipppunkte angenommen, Kipppunkte wäre nochmal ein extra Thema, aber alle Kipppunkte angenommen, dass sie wirklich kommen, wird die Atmosphäre, die Erdatmosphäre nicht so lebensfeindlich sein anschließend, wie sie auf dem Mars ist. Ja? Also es gibt überhaupt kein, wie man auf die Idee kommen kann, zu sagen, das wäre eine Alternative, auf den Mars auszugehen oder auf die Venus, keine Ahnung, wo der jeweils jemand hin will. Dann können wir uns diese Glaskästen sicherlich eher auf der Erde bauen, da wäre das noch einfacher. Aber das werden wir auch nicht brauchen, weil man ja mal sagen muss, der Mensch, auch das gehört zu meiner Zuversicht, hat sich auf der Erde in so vielen Klimaregionen angesiedelt. Wenn wir uns das mal überlegen, wie anpassungsfähig der Mensch ist, unglaublich anpassungsfähig der Mensch ist, dann bin ich wiederum zuversichtlich, dass wir auch da Möglichkeiten finden, klarzukommen. Jetzt kommt der letzte Punkt, weil das ist die naheliegende Frage. Die werden sagen, ja, aber trotzdem werden ja unglaublich viele Menschen leiden. Natürlich, ne? Also das darf man ja nicht vergessen. Natürlich werden auch wir werden wahrscheinlich in Europa wieder mal mit Klauen auch wieder davonkommen, um das mal so zu sagen, weil wir erstens doch ziemlich viele Ressourcen haben, Technologien haben,
da halbwegs klarzukommen. Aber es gibt natürlich Gegenden auf der Welt, wo das Leid aus diesem Klimawandel dann doch deutlich größer ist. Und wenn wir uns überlegen, dass wir sozusagen ja die Schuldigen sind an dieser Entwicklung, weil wir es angefangen haben und weil wir auch der ganzen Welt irgendwie einen Lebensstil vorleben, wo ich immer nicht ganz sicher bin, warum der eigentlich so attraktiv wirkt auf andere, aber der ja irgendwie offensichtlich eine Attraktivität ausstrahlt, dass wir sozusagen versuchen, da nachzukommen. Dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie gehen wir denn damit um? Und da möchte ich sagen, da haben wir, das wird sicherlich eher ökonomisch und politisch sozusagen argumentiert. Man würde sagen, ja, wir müssen das Flüchtlingsproblem im Griff behalten und deshalb müssen wir uns kümmern. Aber wir haben natürlich auch eine ganz große Verantwortung gegenüber diesen Menschen, da auch zu unterstützen. Und das Interessante ist jetzt, dass auch da, wenn man die Ursachen für die Probleme in ihrer Komplexität versucht anzuschauen, man plötzlich auf Maßnahmen kommt sozusagen, die final hinterliegender sind. Wenn Sie sich mal überlegen, wenn heute in den Medien von Überschwemmungen die Rede ist, die irgendwo auf der Welt passieren, dann wundert man sich ja eigentlich, wenn man sich ein bisschen mit dem Klimaproblem auskennt, weil man sagt, so weit ist ja der Meeresspiegel noch gar nicht gestiegen. Natürlich ist möglicherweise die Zahl der Unwetter sozusagen hat zugenommen, wobei das auch eigentlich gar nicht so ganz sicher ist. Ja, also das sind so Unwägbarkeiten. Was eben raussteht, wenn man genauer hinguckt, ist, dass viele Probleme natürlich auch da sind, die erstmal gar nicht mit dem Klimawandel zu tun haben. Die sozusagen, der Klimawandel würde diese Probleme noch verschärfen, also zum Beispiel Bebauung in Küstenregionen, Absenken des Grundwasserspiegels, dadurch sinkt das Land ab und so weiter. Ich will das jetzt nicht im Detail ausführen. Natürlich ist es klar, wenn man das weiterhin so laufen lassen würde und dann kommt auch noch die Gefahr des Klimawandels dazu, wird die Katastrophe umso größer. Aber eigentlich müssen wir an Problemen ansetzen mit unserer Technologie, mit unserem Know-how, um diesen Ländern, diesen Regionen zu helfen, die sowieso gelöst werden müssen. Also die Art, wie gebaut wird, die Art, wie sozusagen eine Region besiedelt wird, das sind ja, also wenn wir immer sagen, das ist der Klimawandel, das will ich damit sagen, dann ist die Antwort, wir müssen den CO2-Ausstoß runterbringen. Dann haben wir den Menschen gegenüber sozusagen unsere Schuldigkeit getan. Und ich sage das jetzt mal einfach zu übertrieben. Und wenn die dann trotzdem absaufen, haben wir damit nichts zu tun. Wenn wir aber sagen, wir müssen das Problem in seiner Komplexität sehen, der Klimawandel wird dazu beitragen, aber die aktuellen Katastrophen, die da passieren, sind vor allem auch durch andere Ursachen bedingt und an denen muss man jetzt angreifen. Dann tun wir einerseits was dafür, dass diese Region auch resilienter gegenüber dem Klimawandel werden und dass sie natürlich auch diese Probleme besser in den Griff kriegt. Trotzdem, das ist ganz fraglos und damit bin ich am Ende und das ist auch das große Problem, was wir am Ende haben. Trotzdem wird es natürlich so sein, dass viel Leid entstehen wird durch diesen Klimawandel. Das möchte ich nicht beschreiten. Ich habe darauf keine Antwort. Ich kann da nur sagen, und das ist natürlich völlig unbefriedigend, auch das ist ja nichts Neues für die Menschheit. Das ist natürlich unbefriedigend. Ne? Sie sagen, ja, gut, okay, war schon immer so. Aber auch das ist natürlich etwas, wo wir sagen müssen, auch der Mensch als widerständiges Wesen hat es schon immer so gehandhabt, dass er teilweise auch vor dem Leid, was er nicht ändern kann, die Augen verschließt. Und das müssen wir natürlich versuchen zu verhindern. Gerade weil wir als Mitteleuropäer hier, was diese Krisen betrifft, in einer Schuldsituation sind. Und das betrifft nicht nur den Klimawandel. Das betrifft natürlich auch viele Dinge, die auf ökonomischer Ausbeutung der dritten Welt basieren und so weiter. Da könnten wir noch viele andere Baustellen machen. Deshalb müssen wir damit auch umgehen lernen. Aber wir werden sicherlich unsere Probleme nur lösen können, sozusagen mit einer eben positiven, zuversichtlichen Einstellung,
wenn wir sagen, ja, Leid geschieht, aber und deshalb konzentriere ich mich jetzt darauf, dass wir das hier hinkriegen. Und da muss ich sozusagen auch so einen positiven Impuls in meinem eigenen Leben. Wenn ich immer nur schaue, was für ein Leid wir angerichtet haben, dann erwächst daraus kein positiver Impuls. Und diesen Balanceakt, wie bei dem Balanceakt, den müssen wir irgendwie hinkriegen. Dankeschön.